Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Unsere Reise für die nächsten 30 Minuten steht unter dem Motto immersives Audio für VR, just a gimmick or a must-have solution. Oder welche Bedeutung hat letztendlich Virtual Reality und oder welche Bedeutung hat Sound oder immersiver Sound für Virtual Reality? Das würde ich versuchen zusammen mit euch. Ich würde mir jetzt erlauben, euch da im Plural zu duzen in den nächsten 30 Minuten versuchen zu erörtern. Es wird sicherlich Fragen geben. Können wir irgendwie vielleicht die Fragen ins Ende stellen und vielleicht auch danach stehe ich hier noch für Fragen zur Verfügung. Vielleicht ein, zwei Worte zu meiner Firma Sennheiser. Einige von euch werden uns kennen. Wir sind ein typischer, von der Historie her, Hardware-Lieferant. Das sage ich bewusst, weil später das Thema Software eine Rolle spielen wird in der Präsentation. Wir sind 70 Jahre alt in etwa, 2600 Mitarbeiter, 700 Millionen Euro Jahresumsatz und wir machen alles von Mikrofon, also das ist unser Mikrofon, das ist ein Mikrofon von uns, über Konferenzsysteme, rechts oben diese Satelliten ist ein Konferenzsystem, bis hin zu Kopfhörern. Wir sind in Europa der größte Anbieter von Kopfhörern, haben vor kurzem einen Kopfhörer gelauncht, der 50.000 Euro kostet, aber alles Hardware. Unsere DNA, und wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, in der Familie Sennheiser, gegründet von Fritz Sennheiser, war immer in der DNA vorauszuschauen, sich zu überlegen, wo ist denn Sound in 5 Jahren, wo ist Sound in 10 Jahren. Und früher hat es sehr viel mit Hardware zu tun gehabt. Aber diese Frage bewegt uns eigentlich allgegenwärtig, nicht? Also wir haben ungefähr 320 Entwickler in der Firma, die sich eigentlich mit der Frage, wo geht der Sound hin, und jetzt nicht in den nächsten 2 Wochen, sondern in 3 Jahren, in 5 Jahren beschäftigen. Und irgendwann vor fünf Jahren waren es, haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema 3D-Sound beschäftigt, nicht? Weil es gibt ja, vielleicht habt ihr das gehört, es gibt auch High-Res-Audio, nicht? High-Resolution-Audio. Das ist für uns eigentlich gar keine Herausforderung, weil wir seit Jahrzehnten High-Res-Audio kompatibel sind. Und wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema 3D beschäftigt. Das hat viele Facetten. Ich werde heute nur auf den Virtual Reality und Augmented Reality Bereich eingehen, aber das hat eben doch andere Facetten. Also ganz normale Kopfhörer, wie kann man da 3D-Klang generieren, was muss man beachten, wenn man ein Orchester in 3D aufnimmt. Und irgendwann letztes Jahr haben wir alles mal auf den Tisch gelegt, unsere ganzen Patente, unsere ganzen Entwicklungsprojekte und haben uns vorgenommen, das in die Strategie aufzunehmen, in die Unternehmensstrategie, um dem Ganzen eine andere Bedeutung zu geben. Das heißt, seit einem Jahr ist das Thema 3D-Sound ganz großer Bestandteil unserer Strategie. Das heißt dann immer gleichsam für ein Unternehmen wie dem unseren, wir haben Ressourcen, wir haben Gelder, wir haben eine Richtung, wir nehmen Speed auf. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich es, wie sagt man, oversee, also leite das ganze Thema mit vielen internationalen Ressourcen, die in Amerika sind, die in der Schweiz sind, die in Deutschland zum Teil sind. Und wie gesagt, das Ganze ist immer zugespitzt auf das Thema 3D oder immersiver Sound, wie wir Wissenschaftler sagen. Wir haben uns dann überlegt, okay, immersiver Sound, was ist jetzt unsere Definition davon und was ist unsere Zielrichtung, wo wir hinwollen? Es gibt verschiedene Ausprägungen von immersiven Sound. Das hat der ein oder andere von euch schon mal gehört. Es gibt Anbieter, die mixen dem Sound Hall bei, nicht? Um zu sagen, okay, Hall klingt immer so ein bisschen wie Kirche und hat auch eine Art von Immersion. Unsere Interpretation ist, dass wir in verschiedene Layer denken. Wir haben einmal den Surround-Layer, nicht, der sozusagen ganz normalen, rudimentären Surround-Sound, wie man es von der Home-Anlage kennt, mixt mit letztendlich weiteren Layern. Und unsere Interpretation, und darauf will ich hinaus, unsere Interpretation von Immersive Sound ist auf jeden Fall, dass man Heights hat. Neben dem Surround-Sound, neben einem zweiten Layer haben wir Heights und wir haben auch unten Geräusche. Nicht? Und das bringt uns in die Situation, dass wir auch für Virtual Reality und für Augmented Reality ein gern gesehener Gesprächspartner sind, weil wir das eben darstellen können. Und das werdet ihr alle wissen, die ihr mit Virtual Reality zu tun habt. Höhen, rechts, links, vorne, hinten, unten, oben ist elementar wichtig, um ein komplettes immersives Video- respektive Sounderlebnis zu erzielen. Das ist die wissenschaftliche Erklärung, das ist unsere Definition von immersivem Audio, ist auch nicht unique, also es gibt auch andere, die genau dem hier folgen, aber das ist unsere Definition.
Man kann es auch in anderen Worten sagen, das ist ein Professor, den ich mal getroffen habe, der sagt, naja, immersiv ist immer, wenn ich einen Vogel höre, während er über mir hinwegfliegt oder wenn ich jemanden höre, der mir ins Ohr flüstert, also diese Flüster sozusagen Atmosphäre, dann kann man von Immersion sprechen. Nicht? Das eine war das Wissenschaftliche, das ist mehr der emotionale Effekt, den wir als Firma versuchen zu erzielen. Ganz kurz zu den ganzen Applikationen, die wir sehen, und das sind nur ein paar. Da fehlt jetzt Education, da fehlt Kultur, da fehlen noch Side-Bereiche. Ich will einmal kurz durchgehen, um Sie oder euch daran teilhaben zu lassen, wie ein ehemaliges Hardware-Unternehmen über solche Applikationen denkt. Gaming, wer von euch auf der CES war, hat gesehen, welche große Industrie sich rund um das Thema Oculus, rund um das Thema HTC gegründet hat. Es gab Firmen, die haben virtuelle Waffen verkauft oder Waffen verkauft, die man im virtuellen Umfeld nutzt. Nicht? Also Pfeil und Bogen, Pistolen, Armbrüste und so weiter. Also eine wahnsinnige Industrie, die sich da auftut. Und die Fragestellung für uns ist immer, okay, was hat das für Implikationen in Sound, in Geräusche? Ist es so, wenn jemand eine Waffe abschießt, einen Pfeil und Bogen, muss das ein Geräusch erzeugen? Muss das sozusagen lokalisiert werden können? Kann das von hinten kommen? Kann das von links kommen? Von rechts kommen? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen. Film, TV ähnlich. Kollegin... Zwei Reden vor mir hat es mir gesagt, irgendwann wird es so sein in absehbarer Zukunft, dass, oder jetzt auch schon zum Teil, dass man interaktiv in Handlungen eingreifen kann, dass der Nutzer nicht nur mehr ein Zuseher ist, sondern ein integraler Bestandteil eines Filmes. Und unsere Fragestellung ist, okay, welche Soundimplikation hat denn das? Musik ist so ein bisschen unsere Homebase, das heißt, wir haben sehr tiefe Relationships zu DJs, zu Musikern und mit einigen dieser Musiker, mit einigen dieser DJs haben wir in den letzten Monaten an Virtual Reality, an 3D-Applikationen gearbeitet. Also wir haben mit Robin Schulz etwas gemacht, könnt ihr an unserem Stand sehen. Wir haben vorgestern ein 3D-Virtual Reality-Stream mit Martin Solveig, ist auch ein DJ, gemacht. Wir haben in UK relativ viele Bands aufgenommen in Virtual Reality, einfach zu verstehen, okay, wie funktioniert das? Welche Rolle hat Ambient in dem ganzen Spiel? Welches Thema oder welche Bedeutung hat Spot Sound? Welche Bedeutung haben Lavalier-Mikrofone? Wie kann man es entsprechend mixen? Und was ist das, was wir als Software, als Rendering Engine oder wie auch immer beitun können? Sport ebenfalls, total spannendes Gebiet für uns. Begrenzt nur im Feld Virtual Reality, aber da geht es um die Frage, wie kann man dem Fan ein immersives Soundgefühl am Fernsehen vermitteln, das ihn glauben lässt, er sei mitten in der Fankurve. Nicht? Das ist eine Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Nicht? Wir sind sehr rege im Broadcast-Bereich und versuchen jetzt zu verstehen, wie kann man das erreichen. Das erreicht man nicht durch einen Stereo-Lautsprecher, weil dann das Geräusch von vorne kommt, sondern unsere Überlegung ist, okay, wie kann ich von links, rechts, hinten Sound kommen lassen, ohne dass ich mir einen neuen Lautsprecher ins Wohnzimmer installieren muss. Nicht? Wie kann ich das erreichen, dass der Fan sich sozusagen immersiv fühlt? Wie gesagt, hat nur begrenzt mit Brillen zu tun, sondern ist ein Erlebnis, das wir versuchen, im Wohnzimmer generieren. Travel, ähnlich wie Education, liegt ja auf der Hand. Nicht? Gerade wenn ich über Augmented Reality nachdenke, zu überlegen, okay, wie kann ich Reiseerlebnisse insofern simulieren, wie kann ich den Reiseveranstaltern etwas an die Hand geben, dass ich, bevor ich nach Marokko fliege, jetzt mir möglicherweise Impressionen dort abholen kann. Wie kann ich mein Urlaubserlebnis möglicherweise für meine Verwandtschaft erlebbar machen, wie kann ich denen zeigen, hier war ich. Und was hat das mit Sound zu tun? Wie können wir da als Audiohersteller eben wieder helfen? In den nächsten Charts würde ich mich, ist ja auch das Thema der Hackvention, sehr stark auf Virtual Reality und Augmented Reality konzentrieren. Ich werde einige Aspekte geben in Mixed Reality, weil wir glauben, dass das ein noch stärkerer Treiber sein wird. Ihr werdet es alle wissen, der Unterschied zwischen Augmented Reality ist ja klar, nicht? Augmented oder Virtual Reality heißt, ich bin in einem abgeschlossenen System, nicht? Und habe virtuelle Inhalte, die ich mir anschauen kann, während bei Augmented Reality ich sozusagen mixe zwischen virtuellen und realen Inhalten. Unsere Meinung bei Sennheiser ist, das ist jetzt auch keine gewagte Hypothese, dass der Augmented Reality-Bereich wesentlich größer sein wird, was das Business-Portal oder das Business-Potenzial angeht, als der Virtual Reality-Bereich. Wir sehen Virtual Reality als Bridging in Mixed Reality
die vielleicht in 2, 3, 4 Jahren kommt. Nicht? Also da sehen wir das größere Potenzial, das darf ich sagen. Das vielleicht nochmal als Zahlenhintergrund, das ist eine relativ aktuelle Studie, ja, aktuell, Juli 2015, aber die einfach sagt, wie groß ist das Potenzial von Virtual Reality. Das war alles Vorgeplänkel. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, jetzt würde ich mit Ihnen gerne die Herausforderung für uns als Audiounternehmen besprechen. Das ist eigentlich das Wichtigste, nicht? Wie können wir helfen, als Audiounternehmen eine perfekte Illusion einer akustischen Realität herzustellen? Das hört sich total trivial an. Wir haben aber festgestellt, dass dadurch, dass Sie das ganze Geschehen durch Virtual Reality vor Ihren Augen haben, dass Ihr Kopf, Ihr Hirn viel sensibler ist, wenn es darum geht, was ich da jetzt sehe. Wenn ich Fernsehen schaue und ein Auto vorbeifährt und das Motorgeräusch nicht zum Auto gehört, dann bin ich so weit weg vom Geschehen, dass ich das gar nicht richtig verarbeiten kann und sage, na, das wird schon stimmen. Wenn ich die Situation aber kurz vor mir habe mit der Virtual Reality Brille, ist mein Hirn total sensibel. Und wenn ich einen Mercedes höre oder wenn ich 3 Autos rechts vorbei fahren höre und letztendlich mein Hirn sagt, das Motorgeräusch ist aber von einem ganz anderen Auto und klingt nur wie ein Auto, dann bricht die ganze Illusion zusammen. Da kann das Video noch so stark sein, es funktioniert nicht. Wir haben auch Tests gemacht, um genau das festzustellen, nicht? Wenn die Akustik nicht funktioniert und wenn das, was Sie sozusagen als Objekt dort zeigen, nicht mit der Realität übereinstimmt, dann sagt Ihr Hirn, funktioniert nicht oder alles bricht zusammen. Sind enttäuscht, nehmen die Brille ab und sagen, das haben wir uns anders vorgestellt. Das ist das eine, was ich sagen möchte. Das zweite ist, dass wir glauben, dass die virtuelle Realität, also Zeichnungen, computergenerierte Grafiken, immer mehr zurückgehen werden und immer mehr Echtbild reinfließen wird in Virtual Reality Applikationen. Liegt auch auf der Hand, nicht? Also wenn Sie eine Immersion haben wollen, und das ist ja das Versprechen letztendlich einer Virtual Reality Brille, dann wollen Sie auch irgendwann Echtbild haben. Nicht? Das dauert immer noch ein bisschen, nicht? Aber wenn Sie sich die Applikationen anschauen von HTC, von Oculus, dann sehen Sie den Trend, wo es hingeht. Das ist das eine Problem, das wir sehen. Ich habe eben gesagt, dass wir eigentlich in der DNA eher ein Hardware-Unternehmen waren, aber in den letzten 2, 3 Jahren große Sprünge gemacht haben, weil wir erkannt haben, dass das ganze Thema Virtual Reality und auch Augmented Reality keine Hardware-Lösung sozusagen beinhaltet, sondern dass wir uns dem Thema Software widmen müssen. Und wir haben immer schon so ein bisschen Software in Kopfhörern gehabt und auch in Mikrofonen gehabt, aber wenn ich in das Thema Virtual Reality eintauche und fiktive Welten zeigen will, dann stellen wir fest, dass es da akustische Effekte gibt, die wir simulieren müssen als Algorithmus. Das ist so ein Effekt beispielsweise, ich kann auch 2, 3 andere nennen. Also ein Effekt beispielsweise ist, wenn ich bin der Seher, ich habe die Virtual Reality Brille auf und hier wird mir ein Soundobjekt simuliert und zwischen mir und dem Soundobjekt schiebt sich ein anderes Objekt, ein großer Lastwagen beispielsweise. Nicht? Dann brauchen wir Algorithmen, die das berechnen können. Nicht? Oder wenn ein Objekt von links nach rechts fliegt, müssen wir es berechnen können. Wenn ein Objekt näher kommt und wieder weggeht, müssen wir es berechnen können. Wenn ich in einer Halle bin und Schall beispielsweise habe und Reflexion von Dächern habe oder von Höhlenwänden, dann muss ich es berechnen können. Insgesamt haben wir 16 verschiedene, wir nennen das Feature und haben die in eine Library gepackt. Die programmieren wir. Ich kann auch sagen, die sind noch nicht alle komplett so programmiert, dass die vollumfänglich funktionieren, aber ich kann Ihnen sagen, das ist unser Ziel. Unser Ziel ist tatsächlich, dass wir mit unserer akustischen Kompetenz tatsächlich etwas erstellen, was Spieleentwicklern, was Entwicklern von virtuellen Applikationen das Leben erleichtern soll. Gut, auch das ein Feld, das wir kommen sehen. Wer von Ihnen schon mal, einige werden das gemacht haben, im Silicon Valley waren, sich die Hotspots angeschaut haben zum Thema Augmented Reality, zum Thema Virtual Reality, der wird erkannt haben, was für grandiose Ideen das gibt. Ich habe eine Firma getroffen, war jetzt primär gar nicht Virtual Reality, sondern eher Mixed oder Augmented Reality, die haben mir Tiere über meine Hand laufen lassen. Und obwohl mein Hirn gesagt hat, die Tiere sind nicht da, habe ich eine Gänsehaut bekommen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich die Fußstapfen spüren konnte. Obwohl ich mir fest vorgenommen habe, immer zu sagen, es funktioniert nicht.
Nicht? Und mit dieser Firma reden wir darüber, okay, kann man diese Fußstapfen nicht nur spüren, wo sie gar nicht da sind, sondern kann ich diesen Effekt vielleicht akustisch noch verstärken, nämlich dieses Trampelgeräusch letztendlich simulieren kann. Total spannende Sachen, nicht? Die genau in diesen Punkt reingehen. Und das Beispiel Footballspiel ist ein ähnliches. Nicht? Wie kann ich es hinbekommen, dass, wenn ich mir das jetzt anschaue, das sind so HoloLens-Entwürfe, wie kann ich es hinbekommen, dass ich die Geräusche sozusagen mir dort anschauen kann und die Geräusche letztendlich dann auch entsprechend einfangen kann. Das habe ich schon gesagt, das Thema Object-Based Audio wird eine große Rolle spielen für uns. Nicht? Wie können wir als Audiounternehmen Elemente, Objekte sozusagen identifizieren und diesen Objekten entweder folgen, sie näher kommen lassen, im Raum anordnen, so ähnlich wie ein IKEA-Küchenplaner, wo ich es kann, nicht? Wo ich einfach sagen kann, der Schrank soll hierhin, die Spüle soll dahin, die Waschmaschine dahin. Ist es eine Aufgabe, die wir uns stellen, nicht? Was passiert mit realen Objekten als auch mit virtuellen Objekten? Wie kann ich die im Raum verteilen? Wie kann ich sozusagen die akustischen Einflüsse dort entsprechend berechnen als Algorithmus und wiedergeben? Eine weitere Herausforderung für uns ist das Thema Interfaces, Standards, Flexibility. Wie gesagt, als ein Unternehmen, das ein Mikrofon erstellt und einen Kopfhörer erstellt, das ist, was die Komplexität angeht, extrem einfach. Weil ein Kopfhörer ist ein Kopfhörer. Den können Sie jetzt in ein Samsung-Handy packen oder ein iPhone-Handy und da müssen Sie auch was beachten. Aber es hat längst nicht so viele Schnittstellen, längst nicht so viele Flexibilitätskomponenten wie das Thema Virtual Reality, nicht? Wo Sie interne Sensoren haben, Sie haben externe Sensoren, Sie haben das Thema Eye-Tracking, Sie haben das Thema Head-Tracking. Nicht? Sie haben das Thema Infrarot und das ist für uns total spannend, nicht? Weil wir relativ nah dran sind an diesen Erstellern von Devices und mit diesen Device-Herstellern letztendlich Lösungen überlegen, nicht? Wie kann man die ganzen Sensoren nutzen und wie kann man die letztendlich in akustische Impulse umwandeln, eben mit dem Gedanken, immer eine Immersion zu erzeugen, weil da geht es allen drum. Das hier hat eigentlich erstmal gar nichts mit Audio zu tun. Ne? Das Thema Simulated Sickness, Sie kennen das, nicht? Dass die eigentliche körperliche Bewegung und die virtuelle sozusagen Simulation zum Teil zeitverzögert sind. Nicht? Und das erzeugt, wenn Sie es ein bisschen länger machen, kann das zumindest eine sogenannte Simulated Sickness, Sehkrankheit erzeugen. Und ein ähnliches Problem haben wir auch mit Sound, nicht? Also wenn Sie das Auto vorbeifahren sehen und irgendwie Ihr Hirn Ihnen sagt, das stimmt irgendwie nicht, weil das Geräusch des Autos kommt viel später, dann haben wir ein Problem. Und das ist in der akustisch immer noch ein größeres Problem, weil Sie kennen das aus Stadien, nicht? Wenn Sie vor dem Stadion stehen, nicht? Und weiter weg stehen und vor einem Fernseher sind, dann sehen Sie das Tor häufig früher, als Sie den Ton hören, nicht? Und das ist etwas, was für uns eine große Rolle spielt, nicht? Latenz nennt man das im Audiobereich und das hat viel damit zu tun, dass wir über psychoakustische Phänomene reden müssen, um sozusagen wieder synchron zu sein mit der eigentlichen Handlung. Ich habe Ihnen in den vergangenen Minuten so ein bisschen unsere Herausforderungen geschildert. Teilweise haben wir das schon lösen können. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass wir vor einem Jahr unsere ganzen 3D-Audio-Technologien, Patente, Entwicklungsszenarien auf den Tisch gelegt haben. Wir haben uns vorgenommen, das hat eine strategische Bedeutung. Wir haben beschlossen für uns, dass wir eine Submarke anmelden wollen. Die Submarke heißt Ambio. Das ist aus unserer Sicht sozusagen die nächste Stufe, Mono, Stereo, Ambio. Eine Wortschöpfung letztendlich, die aus unserer Sicht, und damit sind wir relativ unique auf dieser Erdkugel, aus unserer Sicht ist es ein ganzheitliches Versprechen, das bei der Aufnahme anfängt, das im Mixing weitergeht und dann im Listening Device endet. Nicht? Das heißt, wann immer wir uns etwas anschauen, ob es nun das Thema Virtual Reality ist, ist unser Anspruch, dass wir uns immer anschauen, wie wird etwas aufgenommen, wie kann es gemixt werden durch irgendwelche Algorithmen und wie kann es dann entsprechend wiedergegeben werden. Das Produkt, das ich Ihnen heute gerne zeigen möchte, ist das sogenannte Ambio Virtual Reality Mic. Können Sie auch besichtigen hier. Ist ein Mikrofon, das wir gar nicht so ganz alleine entwickelt haben. Nicht? Wir haben uns vor 12 Monaten mit einigen Content-Providern oder mit wie sagt man, Agenturen, die Content produzieren, getroffen. Wir haben so einen kleinen Wettbewerb ausgeschrieben,
haben gefragt, wer will mit uns zusammen daran arbeiten. 30 Firmen haben sich gemeldet, von der New York Times angefangen, die eine sehr große Virtual Reality Abteilung haben, über kleinere Agenturen, auch größere Agenturen aus dem asiatischen Bereich, und die haben uns relativ viele Insights gegeben, worauf wir achten müssen. Nicht? Und rein technisch können Sie auch statt 4 Kapseln, können Sie auch 16 Kapseln nehmen oder 32 Kapseln oder 64 Kapseln. Aber wir haben ein bisschen getestet und haben herausgefunden, dass wir mit 4 Kapseln, die eine hohe Wertigkeit haben, eigentlich ein extrem gutes 360-Grad akustisches Bild eines Raumes, eines Ambient-Raumes abbilden können. Und so ist eben dieses Mikrofon entstanden, nicht? Das fußt auf der Ambisonic-Technologie, die jetzt auch nicht neu ist, die haben wir auch nicht gefunden. Wir haben nur sozusagen unsere Kapseln dem zur Verfügung gestellt, haben so ein bisschen herumjustiert, haben es intensiv getestet im Markt, haben das vor 2 Wochen gelauncht. Und ich kann sagen, dass alles, was wir an Mikrofonen produzieren, sozusagen gleich wegverkauft wird. Das geht einher mit einer Software, die sozusagen den aufgenommenen A, das A-Format sozusagen umwandeln kann in ein B-Format. Und probieren Sie es einfach aus. Hier, meine Kollegen freuen sich, wenn Sie sich das später nochmal anschauen. Und wenn Sie dann dedizierte Fragen haben, haben wir auch eine Website dazu. Auch da immer alles, was Ihnen an Fragen kommt, gerne an uns herantreten und wir versuchen zu beantworten. Wenn ich das zeige, dann ist das aus unserer Sicht, und auch da würde ich gerne den Vorhang ein wenig lüften, das ist natürlich der Anfang. Das ist ja auf der Hand, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen müssen. Nicht? Was heißt das in Kontext Integration in bestehende Kamerasysteme? Was heißt das zum Thema positionales Tracking? Wie kann ich Metadaten von bewegten Objekten irgendwie so mitnehmen, dass sie es in der Post-Production bearbeiten können? Das hat etwas zu tun mit dem Thema Head-Tracking, insbesondere für den Monitoring-Bereich, nicht? Weil wenn wir Sound aufnehmen, dann ist es natürlich so, dass die aufnehmen, ja keine Virtual-Reality-Brille aufhaben können, sonst sehen sie ja nichts. Nicht? Also da müssen wir diesen Effekt des Drehens und des Simulierens anders letztendlich darstellen können. Das kann das Head-Tracking letztendlich. Wir müssen überlegen, was heißt das Ganze, wenn es in mobile Applikationen geht, die immer weiter endkundenspezifischer werden. Und klar, wir müssen auch überlegen, okay, wie kann man das noch professioneller machen? Also gibt es noch Upgrades zu dem Ganzen? Nicht? Das ist etwas, was uns bewegt. Das Ganze geht immer einher mit Software. Das heißt, wenn wir jetzt Aufnahmen haben, beispielsweise eines kleineren Konzertes mit 150 Leuten, dann kann dieses Mikrofon wunderschön Ambient-Sound aufnehmen. Nicht? Sie hören, wie links, rechts, vor und hinter Ihnen Leute sind, die auch reden und so weiter, das funktioniert toll. Wenn wir größere Konzertgeschichten haben, nicht, dass der Sänger von links nach rechts läuft, wir ein Auditorium haben von 800 Leuten, stoßen wir an Grenzen. Das heißt, wir müssen diesem Virtual Reality Mikrofon weitere Mikrofone hinzufügen, um tatsächlich beides zu erhalten. Einmal den Sänger, der vorne singt mit einer ganz klaren Stimme und der Umgebung des Publikums, das vor der Bühne verharrt. Und da können Sie sich vorstellen, dass Software wieder eine Rolle spielt. Nicht? Wie kann man es Ihnen, der Content-Produzenten, oder Großteil der Content-Produzenten, einfach machen, dass man das zusammen abmixt, dass es relativ einfach gerendert wird und dann entsprechend ausgespielt wird in Systeme wie Pro Tools oder andere Post-Production-Systeme. Wir haben zusätzlich zu der Hardware, zusätzlich zu der Software, haben wir uns vorgenommen, das Thema, wie nimmt man überhaupt Sound auf für Virtual Reality und welche Bedeutung hat Virtual Reality, nicht nur in so Reden, wie ich sie jetzt gerade halte, zu manifestieren, sondern wir bieten Workshops an. Das haben wir angefangen auf der Tonmeistertagung, ist total gut angekommen, das würden wir auch auf weiteren Veranstaltungen machen, das würden wir auch irgendwann online machen. Wir nennen das Ambio Blueprints. Blueprints ist nichts anderes als, wir erklären den Leuten und gar nicht mal in starker Abhängigkeit zu unseren Produkten, worauf muss ich achten, wenn ich für Virtual Reality Sound aufnehmen will. Weil das muss ich Ihnen allen gar nicht sagen, nicht? Jeder, der von Ihnen in der Agentur arbeitet, Video ist dominierend, immer kommen dann so Sachen wie